Sei sicher. Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Phase 3. Wir befinden uns hier auf der Netherschwingenscherbe und haben ja in der letzten Folge ein paar dieser Gegner hier, vier Stück an der Zahl, besiegt und sind dann an Mulvarik gescheitert. Das heißt, wir probieren in dieser Folge das nochmal gegen Mulvarik. Schön ein bisschen hier am Rand stellen, dass dieser Himmelsreiter hier oben uns nicht attackiert, während er auf die Startbahn zusteuert. Das dauert immer ein kleines bisschen am Anfang. Was ich rausgefunden habe, definitiv, ist, dass man oder dass die Flugroute von den Gegnern immer die gleiche ist. Zumindest was Mulvarik anbelangt, was dann den Hauptmann anbelangt, bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke mal, der wird auch das gleiche haben. Mulvarik hat wahrscheinlich eine ähnliche Reittiergeschwindigkeit wie wir, vielleicht ein ganz klein bisschen langsamer als die 280%. Also das wird schon anspruchsvoller. So, dann kann es losgehen. Immer probieren, habe ich gemerkt, hier bei ihm funktioniert es ganz gut, wenn man probiert, so ein bisschen hinter ihm zu bleiben, dass man den Sachen gut ausweichen kann und dann natürlich engere Kurven zu schneiden. Und sobald man das Glitzern bei ihm sieht, ne, also ich fokussiere mich quasi nur noch auf ihn und blende alles andere hier aus. Und sobald man das Glitzern bei ihm sieht, so einen kleinen Haken nach links oder nach rechts machen, dann wird man normalerweise nicht von den Sachen hier getroffen. So, mich hat es auch, glaube ich, trotzdem einmal erwischt hier während des Fluges. Und ihr seht schon, er ist ganz schön weit weg. Ja, jetzt hat es mich erwischt. Er hat allerdings noch eine großzügige Range, also die Quest ist nicht so schnell abgebrochen, wenn man ein bisschen weiter hinten ist. Und er fliegt noch eine Route, die man ganz gut teilweise abkürzen kann, um eben an ihm dran zu bleiben. So, hier muss man jetzt aufpassen, weil er hier die Richtung wechselt. Das heißt, wenn man hier zu weit innen war, auf der rechten Seite, haut er dann ziemlich schnell ab. Aber bisher funktioniert es ganz gut. Bis hierher waren wir ja schon gekommen bei unserem ersten Versuch in der letzten Folge, in der wir das Reiten versucht haben oder das Fliegen. Und ihr seht schon, also wenn wir nur stur hinterher fliegen, kommen wir kaum näher. Wir müssen schon gucken, dass wir die Kurven gut kriegen. Hier haben wir allerdings einen Vorteil, hier können wir nämlich schön parallel zu ihm fliegen und haben damit einiges an Abstand wieder gewonnen. So, jetzt geht es hier hoch über die Ebene. Ja, das ist hier eine gute Möglichkeit, um wirklich Rückstand aufzuholen. Muss bloß aufpassen, dass man ihn nicht aus den Augen verliert. Ganz kurz war das mir hier passiert, aber haben ihn ja gleich wieder gefunden. So, und jetzt kommt die Stelle, an der er uns beim letzten Mal abgehangen hat. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir dranbleiben können. Jetzt fliegt er hier nach unten. Das ist ein bisschen kritisch. So. Jetzt noch das Stück hier rüber. Tötet alle, die uns sehen. Illidan darf nichts davon erfahren. So, jetzt müsste es eigentlich gleich geschafft sein. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen, dass er uns nicht doch noch abhängt. Ja. So, und da dürfte es eigentlich... Oh, jetzt wird es nochmal schwierig. Nee, es ist noch nicht vorbei. Aber wir konnten hier nochmal ganz gut abkürzen. Da hat er zum Glück uns nicht rausgeschmissen, sagen wir es mal so. Ja, und hier haben wir es jetzt geschafft. Er wird jetzt quasi den Rest zu Ende fliegen.
Wir müssen jetzt hier diesen Himmelsteiler noch umhauen. Aber ab jetzt ist es halt geschafft ohne Probleme. Und dann dürfte es die Quest auch erledigt sein. Genau. So, dann gehen wir mal fix ab. Und der Hauptmann ist auch gerade da. Vielleicht können wir den gleich mal probieren. Der ist allerdings nochmal ein ganz anderes Kaliber. Hauptmann Himmelsdonner. Und der hat nämlich auch diese Peitsche, die das Reittiertempo erhöht. Es ist schön, dass man quasi den schwersten besiegen muss, um dann was zu bekommen, was wesentlich einfacher wäre. Oder was es wesentlich einfacher machen würde. Ja, ich bin mal gespannt, wie so der erste Versuch ausschaut. Auf jeden Fall dieser Netherdrache, dieser gepanzerte, der sieht schon gut aus, ne? Also, wenn man den bekäme als Belohnung, dass wir ihn besiegt, das wäre natürlich klasse. So sehen die Netherdrachen auch schön aus, aber mit so einer Panzerung ist natürlich nochmal ein Highlight, ne? So, mal sehen, wie gut der hier ja, fliegt und wie wir performen können. Ich schätze aber mal, dass das hier schon einige Versuche benötigt, auch um herauszufinden, wie er fliegt und wo er lang fliegt. Weil ihr seht, der ist von der Geschwindigkeit her, glaube ich, sogar einen Ticken schneller als wir. Ja, der fliegt uns... Oh, jetzt hat er uns schon erwischt. Der fliegt uns quasi davon, wenn wir nur stur hinter ihm herfliegen. So, jetzt macht er hier nach links. Mal gucken, ob wir parallel zu ihm fliegen können. Oha. Und, oh, da hat er uns schon besiegt. Also er hat halt... Er hat halt auch eine sehr kurze Range. Okay. Na gut. Dann werden wir das beim nächsten Mal nochmal probieren. Wahrscheinlich wird das ein eigenes Video, wo ich ja mehrere Versuche hier an den Tag lege, um das zu schaffen. Und ja. Das wird eine Herausforderung. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen mit Mulvarik und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den Hauptmann probieren und hoffentlich irgendwie besiegen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.